Ja, also dass wir jetzt, sage ich mal, die Chronisten sind, das sehen wir nicht so, sondern da wollen wir auch schon eigene Impulse auch setzen. Und Sie haben die Bilder natürlich angesprochen. Das ist natürlich unsere Stärke vom Magazin. Dessen sind wir uns bewusst. Das war am Anfang beim Ostfriesland-Magazin, aber da war natürlich die technische Produktion des Magazins noch viel, viel, viel schwieriger, als das heute der Fall ist. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch trotzdem haben die Kollegen damals da schon fotografische Highlights gesetzt. Und natürlich werden wir auch über unsere Bilder definiert. Also wenn ich bei der Ostfrieslandschau in Leer am Stand stehe, was selbstverständlich ist, dass wir uns da präsentieren, auch als Redaktion, weil wir auch gerne das Feedback auch der Leser haben wollen, dann hört man natürlich schon oft auch den Satz von den Lesern und die schönen Bilder von Herrn Strohmann oder von Frau Bruns oder von Herrn Tem Wilgobst oder anderen. Damit grenzen wir uns natürlich ab. Und das ist natürlich der erste Blick, ja, womit wir den Leser auch fesseln wollen, mit ungewohnten Perspektiven auch. Sie hatten gerade das Hinterspecial, da ist ein Luftbild vom Kleinen Meer zum Beispiel drin. Also gerade auch diese Luftbilder, das ist auch schon ein Kriterium, um Ostfriesland einfach auch aus anderen Perspektiven nochmal zu zeigen. Und das ist auch fast ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Also es sind keine Drohnenaufnahmen, sondern der Fotograf ist dann wirklich im Flugzeug unterwegs. Da bin ich auch schon oft mit dabei gewesen. Und fotografiert aus dem offenen Fenster der Maschine dann. Ja, und das macht man dann vielleicht eine halbe Stunde, Stunde und dann wird einem auch relativ schlecht im Flugzeug. Mir jedenfalls. Aber was ist gewissermaßen so der kreative Plan dabei? Welches Ziel verfolgen Sie mit dem, was Sie über das Magazin hinaus über Ostfriesland veröffentlichen? Die Schönheit zu zeigen, ist sicherlich das eine. Gibt es noch andere Impulse, die Sie da haben? Also deswegen habe ich das Buch hier nämlich auf dem Schoß liegen, weil hier nämlich ein schöner Satz drin steht. Also ich muss dazu sagen, Henry Nannen hat uns sehr geschätzt, ist auch Leser der ersten Stunde gewesen. Als Sternmacher ist das natürlich ein besonderes Kompliment gewesen. Er hat auch immer gesagt, wenn es das Ostfriesland Magazin nicht geben würde, müsste man es erfinden. Und hier steht ein schöner Satz: Winzige Geschichten in der großen Geschichte, große Geschichten im Kleinen. Es muss wohl die Philosophie sein, die vom ersten Heft an hinter jeder Ausgabe steckt, authentisch über einen Landstrich zu berichten, für seine Bewohner und für seine Gäste mit Tiefgang, ehrlich, gewissenhaft, verantwortungsvoll und ganz wichtig mit Leidenschaft. Diese Komposition ist es, die wir bisweilen Seele nennen. Und das trifft es eigentlich. Also wir wollen Ostfriesland nicht verkitschen. Wir wollen auch nicht Klischees bedienen. Wir haben eingangs oder vorhin schon mal gesprochen über den kauzigen Ostfriesen. Natürlich auch die gibt es. Hier im Buch ist zum Beispiel eine Geschichte drin über zwei Segler. Das Buch haben wir zum 30-jährigen Jubiläum des Ostfriesland-Magazins gemacht. Hier ist oder zumindest ein Bild drin von einem Segler von Norderney, wo mich dann anschließend jemand gefragt hat, wie habt ihr den eigentlich zum Reden gebracht? Aber das war ganz einfach, weil wir mit denen auf dem Wasser waren und da spricht man letztendlich eine Sprache. Wenn man jetzt unserem Gespräch, glaube ich, so gefolgt ist bis hierhin, könnte man meinen, in Ostfriesland ist Urlaubsday, da gibt es keine Probleme, da scheint jeden Tag die Sonne und Hunderte, Tausende von Fotomotiven drängen sich auf und tolle Geschichten, tolle Menschen und so weiter und so weiter. Es gab ja auch mal Zeiten, in denen man über die Strukturprobleme in Ostfriesland gesprochen hat. Ostfriesland hat ja nach wie vor noch keinen großen Industriebesatz. Der Tourismus spielt eine sehr große Rolle. Und was gerade auch gerade im Automobilbereich passiert, das ist ja nicht nur eine Erfolgsgeschichte nach der anderen, sondern die Perspektiven verdüstern sich ja ein Stück weit auch. Wenn man das zusammensieht, wie sehen Sie diese Entwicklungschancen
für Ostfriesland. Sind wir da gewissermaßen am Limit oder müsste man nochmal neu ansetzen oder zusätzlich etwas tun? Wie beurteilen Sie das? Also ich glaube, man muss neu ansetzen. Das Bewusstsein ist aber auch in den Köpfen der Verantwortlichen drin. Es gibt ja so eine Art Masterplan, die vom Wirtschaftsminister, Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Althusmann im letzten Jahr auch vorgestellt worden ist, wo auch Ideen entwickelt werden, einfach das Fundament noch ein bisschen breiter zu bauen. Denn man muss ja gucken, Meyerwerft ist über viele Jahre, Jahrzehnte ein stabiler Faktor gewesen. Ja. Tourismus ist ein stabiler Faktor gewesen und plötzlich kommt so eine Geschichte wie Corona und es bricht plötzlich alles weg für Meyer, das Geschäft. Ja. Und die Aufträge und für den Tourismus, ja, wir sind im Moment noch im Lockdown, das heißt, die Leute dürfen hier an der Küste nicht übernachten. Und ich glaube, diese Krise hat gezeigt, dass man das Fundament einfach noch breiter bauen muss. Und auch VW, Sie haben es angesprochen, wenn die auf Elektromobilität umstellen, das Werk in M wird ja umgerüstet, fallen dann natürlich auch Arbeitsplätze weg. Ja. Und das zu kompensieren, das ist natürlich arg schwer. Aber ich glaube, Ostfriesland hat immer Wandel erlebt. Wenn ich nur an die Nordseewerke in Emmen denke, mein Vater ist im Schiffbau groß geworden. Ja. Und plötzlich bricht so ein ganzer Zweig weg und so eine ganze Tradition. Und darüber hat sich die ganze Seehafenstadt Emmen definiert, über den Schiffbau. Ja. Und plötzlich findet da so gut wie nichts mehr statt. Mittlerweile gibt es wieder so ein zartes Pflänzchen, dass man da Hoffnung haben kann, aber da ist schon viel kaputt gegangen. Die gute Nachricht ist ja auch, dass meiner Wahrnehmung nach die Zuwanderung von Menschen aus allen Regionen Deutschlands nach Ostfriesland relativ groß ist. Also ich kenne eine Vielzahl von Menschen, die keine geborenen Ostfriesen sind, die aber ihre Zeit nach der Arbeitsphase in Ostfriesland verbringen möchten. Die Ostfriesland heiß und ähnlich lieben, fast noch mehr als die Einheimischen. Ist das eine Perspektive, die Ostfriesland stärker macht? Oder müsste man auch noch ein stärkeres Augenmerk darauf richten, auch, sagen wir mal, für die jüngere Generation Ostfriesland auch schön zu machen? Sie sprachen gerade den Klinikbau in Georgsheil an. Das ist ja so ein Musterbeispiel, wie man, sagen wir mal, die soften Standortfaktoren auch fördern muss, um die Fachkräfte auch hierher zu holen. Wie sehen Sie diese Notwendigkeit und die Möglichkeiten, was zu tun? Also ich bin mal am Lehrerseminar in Leer gewesen, habe da einen Vortrag gehalten und da hat man mir zum Beispiel erzählt, dass es schwierig ist, überhaupt Lehrer nach Ostfriesland zu bekommen. Heutzutage hauptsächlich Lehrerinnen. Ganz einfach deswegen, weil die Ostfriesland nicht mögen, sondern weil es schwierig ist für den Partner hier einen passenden Job zu finden. Und darum gehen diese Paare meistens in Großstädte nach Bremen, Hamburg oder Berlin, wo eben jobmäßig letztendlich mehr geboren wird. Sie sprachen den Zuzug an. Ich finde ja immer, Zuzug hat letztendlich immer was Positives auch. Absolut, ja, natürlich. Und wir haben auch zum Beispiel Nachbarn, die aus dem Stuttgarter Raum hier hochgezogen sind, wunderbare Menschen. Klaus-Peter Wolf, den haben Sie angesprochen, der berichtet über den Maurermeister Peter Grendel. Das ist mittlerweile der einzige waschecht aus Friese in dem ganzen Straßenzug am Distelkamp im Norden. Das ist natürlich auch eine Chance für Ostfriesland. Es macht es auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen teurer, weil Ostfriesland natürlich auch sehr begehrt ist, muss man sagen. Da muss man nur auf die Inseln gucken. Und diese Welle von den Inseln, die schwappt natürlich jetzt so nicht nur langsam, sondern auch so mittlerweile aufs Festland zurück und dementsprechend hoch sind natürlich, aber nicht nur in Ostfriesland, sondern allenorts auch die Immobilienpreise. Gut, also das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn wir beide haben gerade so begeistert von Ostfriesland gesprochen. Das heißt, wenn sich das rumspricht, was wir beide da gerade erzählt haben,
dann weckt man natürlich auch Begehrlichkeiten. Und das wiederum drückt sich natürlich auch in Mark und Pfennig aus. Das heißt, Dinge werden teurer, der Lebensstandard steigt. Das ist die Kehrseite. Aber man müsste halt durch entsprechende Infrastrukturmaßnahmen, die auch die Einkommenssituation in der Region vielleicht stärken oder konsolidieren, um da mithalten zu können. Sind Sie da optimistisch, dass es klappen wird? Ja, das über allem schwebt natürlich das VW-Werk mit den Löhnen, die da gezahlt werden. Und das ist natürlich, gerade in den Handwerksbetrieben war das früher schon immer so, die haben sehr darunter gelitten, dass die Leute dann auch aus den Betrieben weggegangen sind, zu VW gegangen sind. Da kann man natürlich nicht mithalten, aber man muss schon auch mitziehen, um die Leute tatsächlich im Betrieb zu halten und denen eine Perspektive auch zu bieten. Im Moment weiß ich zum Beispiel, ist es unheimlich schwierig, Elektriker zu finden. Warum ist das so? Weil natürlich draußen vor der Küste Windkraftanlagen stehen, die bedient werden müssen. Und die Firma Örstedt in Norddeich beispielsweise hat da viele Elektriker auch aus den Betrieben abgezogen. Und das geht natürlich über den Verdienst. Und da müssen, wenn die Betriebe da mithalten, können sie nicht, aber zumindest ein bisschen mitziehen. Ja. Viele der Probleme, die wir jetzt ja nur andeuten und anreißen können, viele dieser Probleme sind ja nicht exklusiv für Ostfriesland gemacht, genau, sondern das sind ja praktisch deutsche, europäische, fast schon globale Themen. Der technologische Wandel hat überall auf der Welt seine Folgen und der Umstieg auf die E-Mobilität wirkt sich an allen Standorten der Automobilindustrie aus. Deutschland ist ein starker Automobilstandort gewesen seit Erfindung des Autos, des Motors. Von daher ist das kein einzelnes Problem, das nur Ostfriesland hat. Das heißt, Ostfriesland kann natürlich auch über die Grenzen schauen und lernen von dem, was anderswo passiert, aber auch andersrum. Ich denke, der Tourismus wird auch perspektivisch in Zukunft weiter das starke Standbein sein. Man sieht ja auch, wie sich die Anbieter von touristischen Angeboten auch permanent darum bemühen, und ihre Angebote optimieren, ausbauen und günstiger machen. Das heißt, die Aussichten für die Entwicklung sind jetzt in Ostfriesland relativ günstig, aber allenfalls genauso schwierig wie überall anderswo auch. Wir müssen jetzt nicht jammern und uns fürchten vor den Entwicklungen der Zukunft. Oder wie sehen Sie das? Nee, überhaupt nicht. Nee, also ich glaube, fürchten muss man sich da nicht. Wie gesagt, Corona hat uns ja auch so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Das ist vielleicht auch mal ganz gut, dass man nochmal eine andere Wahrnehmung auf das Ganze vielleicht nochmal so hat. Aber gerade im Tourismus, ich habe 11 Jahre lang mit den Tourismusdestinationen an der Nordseeküste von M bis rauf nach Cuxhaven, Otterndorf, das sogenannte Nordsee-Magazin produziert Jahr für Jahr. Mhm. Da mussten wir uns mit, ich weiß gar nicht, wie viel Kurverwaltungen das waren, also fast 20, meine ich, dann auch immer absprechen, Themenfindungen kommunizieren und so. Also von daher bin ich da auch sehr im Tourismus immer drin. Und letztendlich muss man auch sagen, Ostfriesland hat so ein bisschen hinterhergehängt, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist. Aber da waren Ostfriesland nicht nur alleine von betroffen, auch die schleswig-holsteinische Küste hat da sehr blass ausgesehen im Vergleich zu MacPom. Ja. Kann ich auch gut beurteilen, weil ich da auch sehr regelmäßig bin und auch mitkriege, was da so passiert. Aber mittlerweile muss man ehrlich sagen, wenn man nach Norddeutsch guckt, da wird im Moment das Projekt Wasserkante gebaut, da wird erneuert. Und wenn man allein nach Norderney guckt, Martin Strohmann sagt immer, Norderney ist so ein bisschen aus allem so ein bisschen weggedriftet, aus Ostfriesland weggedriftet, weil das auf Norderney nochmal wieder ein ganz anderes Niveau hat, der Tourismus. Da ist so unglaublich viel passiert in den letzten 10, 15 Jahren.
Da muss man schon sagen, ja, Hut ab. Aber sagen wir mal, um positiv zu bleiben, die Themen jetzt für Sie, auch in Ihrem Job, für das Magazin, werden nicht weniger, sondern die bleiben stabil, vielfältig und an Zahl hoch. Ja, also Ostfriesland hat 465.000 Einwohner, glaube ich, mit dem Zuzug wahrscheinlich Tendenz leicht steigend. Und letztendlich sind das 465.000 potenzielle Geschichten, die da auf uns warten, weil jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und kann die erzählen und ist oder wäre sicherlich auch interessant, oder jede Geschichte ist interessant, auch veröffentlicht zu werden. Aber jetzt zum guten Schluss müssen wir noch mal eine Frage beantworten. Ja. Man könnte ja, wenn man durch die Buchhandlung geht, ich denke, Sie ahnen, was jetzt kommt, wenn man durch die Buchhandlung geht und man sieht die Vielfalt von Ostfriesland-Krimis, die es mittlerweile gibt. Da gibt es den ganz großen Platzhirschen, den Klaus-Peter Wolf, und dann gibt es ja auch viele, viele andere. Man kann den Eindruck haben, in keiner Region Deutschlands wird so viel gemordet, so lustvoll gemordet und fantasievoll gemordet wie in Ostfriesland. Oder wie beurteilen Sie das? Sie sind selber ja auch, glaube ich, schon mal gestorben, ne? Nee, gestorben noch nicht. Nee, Gott sei Dank noch nicht. Aber Sie haben daneben gestanden. Haben Sie nicht mal im Film eine Leiche gespielt? Nee, auch noch nicht. Nee, also ich durfte bislang 2-3 Mal in diesen Ostfriesen-Krimis so eine kleine Statistenrolle spielen. Hatte hauptsächlich auch berufliche Gründe, weil ich bei dem Producer damals angefragt habe, Mensch, kann ich nicht nochmal einen Tag zugucken, was sie da so macht? Und dann sagt er, ja, zugucken ist ja auch ein bisschen langweilig, dann kannst du dich nützlich machen, dann kannst du mal Statisten spielen. So. Ja, ja. Und so ist das zustande gekommen, dass ich da in die Filme reingerutscht bin. Wie gesagt, das waren wirklich kleine Rollen ohne Sätze, sondern ich musste einfach nur dastehen. Aber die Tatsache, dass Klaus-Peter Wolf diesen Wahnsinnserfolg gerade mit Ostfriesland-Themen hat. Sind die Ostfriesen so ein blutrünstiges Volk oder der Rest von Deutschland, die gerne blutrünstige Geschichten lesen? Ja, den Eindruck könnte man ja fast gewinnen. Und ja. Sie sprechen natürlich die Masse der Krimis an. Also das hat natürlich Ostfriesland-Krimis schon vor Klaus-Peter Wolf gegeben. Mhm. Es gab ja in den 70ern einen sehr bekannten Krimi-Autor, der Ostfriesland-Krimis geschrieben hat. Nämlich Hans-Jörg Martin. Mhm. Da sind auch die Krimis verfilmt worden. Es hat auch vor Klaus-Peter Wolf andere gegeben, wie zum Beispiel Peter Gerdes, dem die Buchhandlung der Refka.com zum Beispiel in Leer gehört und auch Journalistenkollege ist oder war, der schon Krimis geschrieben hat. Aber natürlich durch Klaus-Peter Wolf und diesen Erfolg hat das natürlich nochmal an Fahrt aufgenommen, weil natürlich auch viele auf diesen Zug aufspringen wollen. Klar, wenn irgendwas erfolgreich ist, dann wird das gerne auch kopiert und das ist in dem Fall so. Und ob wir besonders blutrünstig sind, aber zumindest gibt es, Klaus-Peter Wolf sagt immer, ich will meine Leichen an die schönsten Schauplätze der Welt legen und das ist nun mal aus Friesland. Und ich denke, damit hat er recht. Und damit haben Sie ein schönes Schlusswort gesprochen. Herr Blum, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und für die Auskünfte. Ich wünsche Ihnen toi 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 noch viele, viele Geschichten, viele, viele gute Ideen. Und grüßen Sie bitte auch die beiden anderen Fotografen, die Sie genannt haben, die ich unterschlagen habe. Also ich meine natürlich alle, die bei Ihnen fotografieren und die an diesem großen Erfolg beteiligt sind. Top, finde ich ganz großartig. Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Und das Kompliment gebe ich natürlich gerne an alle Beteiligten weiter. Wie gesagt, ich sitze hier als Chefredakteur, aber nur als Chefredakteur. Man muss auch ein engagiertes Team haben, was mitzieht. Und dann ist das natürlich alles viel einfacher. Prima. Herr Blum, ich denke, es gilt, wir lesen uns. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Prima. Machen Sie es gut, viel Erfolg. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.